So, hallo liebe Freunde, wir sind hier in Kiew im Koordinierungszentrum von der internationalen gesellschaftlichen Bewegung ALATRA und heute wurde eine sehr spannende Sendung gedreht und da haben wir die Möglichkeit, hier gleich eine Frage zu stellen. Und zwar, hallo. Hallo, es ist sehr erfreulich hier zu sein und euch alle zu sehen und heute anwesend zu sein. Das Thema das Glück, das heute in der Sendung angesprochen wurde, ist sehr aktuell. Und es gibt eine Frage von den Menschen, die an sich selbst arbeiten, die an ihr Leben, an ihre geistliche Entwicklung bewusst herangehen. Und es scheint, dass ich bereits die Verantwortung für mich selbst übernommen habe und an mir selbst arbeite. Aber die Menschen um mich herum, sie verstehen nicht, sind nicht bewusst, nicht erzogen. Sie haben vielleicht ganz unterschiedliche Ansichten über das Leben. Aber wie kann man denn die Gesellschaft verändern, wenn ich mich ändere? Sie ändern sich aber nicht. Wie kann man selbst glücklich sein, aber so, dass es auch den anderen gut geht? Was kann man tun? Wenn Sie im Glück verweilen, haben Sie kein Bedürfnis, irgendeine Reaktion von allen anderen zu erwarten. Sie verweilen in diesem Glück und ihr fühlt euch wohl. Sie sind in Liebe, Sie sind in Gott. Natürlich teilen Sie diese Erfahrung und versuchen, Ihr Glück allen weiterzugeben. Aber wenn die Menschen es nicht akzeptieren wollen oder die Menschen um sich herum etwas Negatives für sich sehen, nun, um Gottes Willen, lasst sie gehen. Es ist ihre Entscheidung. Wir haben viele solcher Beispiele, wenn man versucht, jemanden etwas aufzuzwingen. Es gab ein gutes Beispiel mit den Sendungen. Ich setze mich hin mit den Kindern, wir schauen uns die Sendungen an. Sie schauen an, dann langweilen sie sich und werden ruhig. Ich so, wartet, gleich kommt das Interessanteste und Spannendste. Na gut, Papa, wir schauen noch ein bisschen. Aber wenn es nichts für sie ist, dann jedes Aufzwingen macht es nur schlimmer, weil sie versuchen, wegen des Aufzwingens eine Art Eigennutz darin zu sehen. Und sie versuchen, sich zu verteidigen, versuchen es abzuweisen. Deswegen, wenn man den Menschen selbst das Glück aufzwingt, wird es nur schädlich. Man sollte es teilen und damit Wohlgefühl verschaffen, nach Gewissen handeln. Man sollte handeln, wenn es ihnen gut geht, dann tun sie allen gut. Und das wird danach definitiv Früchte tragen. Denn selbst dieses Beispiel mit den Kindern hat funktioniert, als mein Interview veröffentlicht wurde, wo ich aufrichtig erzählt habe, was für mich ALATRA ist. Obwohl ich interviewt wurde, habe ich es selbst nicht gelesen. Wenn aber Sie es gelesen haben, haben Sie mir gesagt, Papa, wir haben dich ganz anders gesehen, als wir gelesen haben, was du gesagt hast. Und das ist viel einfacher, wenn das Vorbild so aufrichtig ist, ohne aufzuzwingen. Wenn sie das alles sehen, werden sie alles verstehen. Aber ich ändere mich. Ich will doch, dass alle glücklich sind. Sie ändern sich aber nicht. Darf ich noch mit meinen Verständnissen ergänzen? Ich höre geradezu, was ihr sagt, dass man das Glück teilen sollte. Aber mit dem Zustand des Glücklichseins ist überhaupt kein Soll anwendbar. Es ist wie das Sonnenlicht, es strömt, also Zustand des Glücks. Wisst ihr, ich habe heute noch gehört, dass man bezüglich des wahren Zustands des Glücks oft solche Redewendungen wie unvernünftiges Glück verwendet. Wenn du im Glück verweilst, denkst du nicht nach. Es ist wirklich wie das Sonnenlicht strömt. Und man will nichts. Du denkst nicht darüber nach, dass jemand etwas wegnimmt oder nicht wegnimmt, wie sich jemand mir gegenüber verhalten wird. Es ist solch ein Zustand der Fühle, sodass die Menschen, die dabei sind, wenn sie es fühlen, sie wünschen auch etwas Ähnliches zu fühlen. Und sie kommen tatsächlich mit diesem Zustand in Berührung. Also, man sollte selbst ein Vorbild sein. Ja, wenn du die Sonne bist, erwärmst du alle. Man sollte kein Mond sein, der kaltes Licht widerspiegelt. Man sollte die Sonne sein, dann wird alles gut. Und es ist allen warm. Richtig, ja. Danke. Ja, also das war ein spannendes Thema und bald kommt die Sendung auf ALATRA TV und wir warten darauf mit Ungeduld. Bleibt mit uns. Danke.